Wir werden uns mal kurz einen Zauber bedienen, weil ich habe keinen Bock, was zu fressen. Nein, ich esse. Diese Zauber sind extrem praktisch. Mampf. Jo, weiter geht's im Text. Und zwar mit was abgrundtief schafft. Durch den Durchgang sind wir durch. Ja, Mann. Ja, da werden wir. Wir sind im Tal, was Thales angesprochen hat. Ein sehr gefährlichen Tal, wo es ziemlich steil abwärts geht. Weswegen ich jetzt nicht hier geradeaus weiterrennen werde. Ja, das Gute ist an Gothic 2, es gibt, wie schon, es gibt alte Bekannte aus dem Gothic 1 Teil. Und hier, sehr gut versteckt, flupp, Tränke. Ah. Was ich auch gut finde, ist, dass diese Spruchrollen jetzt solche Schrift da extra haben. Wie ihr seht, ne? Gell? Ihr seht's. Bevor wir zu Lester laufen, werden wir erstmal jedes verdammt. Scheiße! Na toll, jetzt hab ich persönlich gespoilert. Na toll. Egal. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Sauber, Nightwave. Echt sauber. Sag's den Leuten, dass sie nicht spammen sollen, dass sie hier nicht spoilern sollen, aber tust es selber. Naja, junger Wolf. Ah. Plündern. Fleisch. Warum muss ich eigentlich meine Feuerpfeil? Junge! Meine Fresse. Ich sag euch, das Add-on ist ziemlich schwer. Mampf. Weil vor allem wir haben 10 Lebenspunkte weniger durch unsere Anbietung. Aber hier. Ein Wolf. Oh mein Gott. Oh mein. Ja, stirb du Wolf. Ja. Stufe gestiegen. Ja. Wow, noch ein junger Wolf. Wow, Pfeil. Wow, nicht getroffen. Ja, auf ihn. Zing. 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 Wir sind gut, ne? Wir sind so overpowered. Also, das geht also. Das ist. Alter, du hast unsere Monster getötet. Nein. So. Und zwar eine junge Riesenratte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt uns noch gleich was entgegen. Nicht denken, das ist jetzt einfach nur, weil ich die hier. Das sind alles kleine und junge Exemplare, die haben. Keine Ahnung, die sind irgendwie viel schwächer. Bringen auch nur einen Bruchteil der Erfahrung. Mampf. Mampf. Was war das? Egal, ich gehe hier rein. Dieses Tal ist auch gut, weil es euch ziemlich viel bringt. Also jetzt an. Ich meine jetzt an Erfahrungspunkt, ne? Außerdem noch ein bisschen Gold, wenn ihr mal ein bisschen was finden würdet. Deswegen ich gehe jetzt Riesenrotte und. Ja, es gibt viele neue Monster, wie ihr seht. Wir haben jetzt schon zwei gesehen: Feldräuber und Riesenratten. Wir haben gerade einen Lederbeutel eingesammelt. Und in diesem Lederbeutel ist Geld drin. Ein Beutel voller Münzen. Zack, ihr solltet ihn immer aufmachen. Verkaufen bringt euch weniger, als würdet ihr ihn aufmachen. Gell? Oh, was haben wir hier? Heilpflanzen. Heilwurzel. Heilpflanze. Heilpflanze. Heilwurzel. Rostiges Schwert. Mal gucken. Ja, 30 Schaden. Und ein Grabstein. Lothar, 721 bis 762. So alt wie meine Mutter. Naja, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis gleich. Jo Mann, weiter geht's. Ich glaube, ich habe irgendwie mal irgendwas installiert, was den Menü einen anderen Skin gibt. Deswegen ist das so. Meines Wissens nach ist das normal nicht so. Aber ich will ja nicht rumsabbeln. Ich will weitermachen.
Ich will spielen, ich will Let's Playen, ich will Spaß haben, ich will Monster abschlachten. Ja, das will ich. Aber bevor ich zu Lester gehe, wie ich schon grandios gespoilert habe, Schande über mich, werde ich hier ein bisschen weiter suchen, denn soweit ich weiß, war hier noch irgendwo ein Lederbeutel. Irgendwo in der Versenkung. Wo war der? Wo bist du? Du Knecht. Heilkraut. Heilpflanzenwurzel. Wo war das Scheißding? Hallo, Lederbeutel? Der war doch irgendwo hier. Hallo? Na, was ein Scheiß. Lederbeutel? Hallo? Ach, scheiß doch da unten drauf. Lester, ich will mit dir reden. Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Für alle, die Gothic 1, mein Gothic 1 Let's Play nicht gesehen haben und Gothic 1 nicht kennen. Kennen wir uns? Hallo, jemand zu Hause? Ich habe meinen Hals riskiert, damit du diesen komischen Stein bekommen konntest. Du schuldest mir was, das solltest du dir aber diesmal merken. Du erinnerst dich doch noch an Diego, Milton und Gorn. Bla. Diego, Milton und wer? Sag bloß, du weißt nichts mehr davon. Die Fokussteine, der Troll, der riesige Erzhaufen der Wassermagier. Ich bin mir nicht sicher. Das kommt schon wieder. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um wieder klarzukommen. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Das lassen wir. Nee, komm. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht.
Na schön, wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas.